Ich muss hier raus aus dem Ballungsgebiet Karlskrona. Hier finde ich nie eine Übernachtung, Leute, nie. Da will ich dann auch mein Päuschen machen. Da habe ich die Zehen hinter mir. Hoffentlich gibt es hier was zum Strom aufladen. Die Station lade ihn benutzt. Und da hinten geht gut hoch. Okay. So, jetzt machen wir hier eine Pause. Ja, ich guck mal. Irgendwo, ne? Jo, hier rechts geht ab nach der Kehrung Karlsham. Das ist meine richtige Richtung. Oh, guten Morgen. Moin. Hi. Jo, da ist wieder hübsche Landstraße, ja. Richtung Karlsham. Geil, ey. Einmal in die falsche Richtung gefahren. Dreh ich wieder um. Naja, circa 1 Kilometer Umweg. Scheiße. Ja, Karlsham, das ist meine Richtung. Boah. Ich weiß nicht, ob ich die Spur scheiße war, ein Fahrradweg. Na egal, fahr ich gleich hier rüber. Nach links. Hier ist ein bisschen eng, ne? Oh, hier ist schon etwas besser fahren. Ich mach gleich mal die Kamera sauber. Irgendwie ist alles verschleiert, meine ich, oder? Hier sieht das besser aus wie ein großes Bildschirm. Was kommt denn hier für eine Brücke? Oh, ach so, einfach so. Ah, ne, Zuglinie. Okay. Zuglinie. Da sehe ich nichts von. Super. Auch da, ne? Yeah. Komm, ich fahr den Berg runter. Kamera aus! Hallo! Hey! Das war ja süß. Ah, da kommt der Skifahrer. Falsche Jahreszeit. Ach so. Oh, Alter. Oh, nicht schlecht. Der guckt noch nicht mal, der ist so konzentriert. Er ist auch den Berg hochgefahren, ne? Die arme Sau. Skifahren im Sommer auch nicht schlecht. Karlsham. Hier lasse ich euch mit auf die Abfahrt gehen, Leute. Ganz sicher. Naja, war jetzt nicht so dolle, ne? Okay. Schön. Schick hier. Ganz süßes Innenstädtlein. Naja. Hey. Sorry. Das Kirchlein, dann, ne? Sorry. Ah. Oh, alles schön. Ja, alles hübsch hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, natürlich, dass die Leute hier nicht hochfahren. Ah. Jetzt bin ich wohl am Marktplatz. Oh, Mensch. Jo. Jawohl. Sehr schön. Hey. Ah, das ist wieder Rathaus, ne? Von Karlsham. Der schwedische Reichstag. Ja, süß. Markt heute. Hübsch, 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 hübsch. Ganz hübsch.
jetzt mache ich nochmal einen herrlichen Rundblick hier in dieser wunderschönen kleinen Stadt. Herrlich. Ja. Ich mag solche Marktplätze. Ne? Karlsham. Nur damit ihr wisst, wo ich bin. Da steht mein Fahrrad. Meine Oma hat sich nämlich gesellt. Wie nett. Aber Karlsham. Wunderschön hier. Wunderschön. Jetzt hole ich die Kamera mal näher ran, weil ich muss ja wieder die Kamera ausmachen. Ja, da steht doch groß und breit. Karlsham Kommune. Wenn ich bedenke, ne, das Auge jetzt bestimmt schon wieder 20, 30 Kilometer gefahren ist, über 20 Kilometer gefahren bin, jetzt schon wieder 50 Kilometer auseinander. Junge, 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 Junge. Nicht zu fassen. Gerade mal her. Guckt euch dieses Wetter an, liebe Leute. Ist das nicht strahlend blauer Himmel? Sascha Stöckel vom Kanal mit Hut um die Welt. Hast mir für eine Wetterkarte geschickt. Stand immer 80% Regen, gestern und heute. Wüchno. Jetzt fahre ich mal aus dem Dörfchen hier raus. Ein bisschen. Fahre ich aus Karlsham wieder raus. Auf einer Bagger und Dalla und wie die kleinen Dörfchen heißen. Ja, die Ostsee ist irgendwo rechts von mir. Aber leider kein Blick drauf. Schade, aber es wird noch häufig genug kommen. Bin ich ganz sicher. Oh, und da ist schon Dala. Oh, bin ich überrascht. Ein Ort nach dem anderen, Tokarit. Aber alles kleine Klitsch, nichts Besonderes. So, auf die Autobahn Malmö fahre ich natürlich nicht. Das heißt, ich fahre links. Helgard. Ne, Hellerit. Entschuldigung. Oh, ich ging jetzt so gut hoch, ich habe jetzt schon, Leute. Oh, 19 Grad, ey. Fühlt sich viel wärmer an manchmal in der Sonne, ey. Wow, nicht zu fassen. Kurz vor Etappenende muss ich mir mal halten. Ganz mystisch hier der Weg, ey. Hammer. Ach, noch ein bisschen mehr, Etappe 500 ungefähr. Also das wäre definitiv der richtige Mitreisende gewesen. Er hat ein gutes Alter gehabt. Er ist ungefähr mein Tempo gefahren. War genauso voll beladen wie ich. Aber klar, natürlich entgegengesetzt. Lieber Gott, schenkt mir ein bisschen soziale Kontakte. So wie heute mit dem Auge und gestern. Oh, kommt denn da Schönes? Oh, keine Bank oder so. Ach, warum? Mein Gott, wie schön, ey. Wow. Oh, Freund, ich bin jetzt schon 5,5 Kilometer drüber über meine 10er-Etappe. Das mag ich ja gar nicht. Aber hier ist ja nichts zu halten. Dann noch diese miese, kleine, blöde Rampe hier. Man sieht genau, wie das da hochgeht. Ey. Scheiße. Und da ist in 3-4 Kilometern so ein nächste Örtchen kommt. Boah, ey, hart, ey. Guck ich mal, dass ich irgendwo rechts, links halte oder so. Egal was, aber nicht hier an der Leitplanke, das ist doof. Das ist doof. Der Ort Brägne. Hobi. Doch, der bringt mir jetzt ein bisschen mehr Glück. Hey, ist ein kleines Geschäft oder so. Ah, links ist Zentrum. Dort fahren wir mal rein. Ja, Ronneby. Links ab. Leute, Ronneby sind für mich Erinnerung. Ronneby habe ich vor 23 Jahren Urlaub gemacht. Mit dem Mike. Mike, wenn du dieses Video siehst, Mike J.
aus damals Gelsenkirchen. Lieben Gruß, du erinnerst dich. Ich zeig gleich mehr, wenn ich durch war. Jetzt guckt euch diese herrliche Kirche an. Die hat mir schon der Jürgen gerade, der Auge gezeigt gerade. Herrlich, ne? Die steht da so schön einsam irgendwo. Da würde ich auch lachen. Oh, da muss ich doch noch mal ein bisschen näher ranfahren, ne? Das ist ja wirklich schön, der Teil, ey. Oh, und die Vorgärten genauso. Wenn wir mal rauskriegen, wie das Ding heißt, ey. Ja, Hammer. Leute, das Ding ist einfach schön. Ich kann den Blick gar nicht davon abwenden, ey. Wow, direkt gegenüber. Irgendwie was. Kindergarten, oder? Ich glaube vor. Hier mache ich eine Pause, Leute. Oh, na, sag bloß, da komme ich nicht rein. Und am Pavillonstand. Leute, und das ist doch wohl mal süß, ne? Ah, die Kirche aus Plastik. Leider doofe Müllsäcke davor. Was steht denn da noch? Egal, ich muss ja mal gucken, wo ich hier Pause machen kann. Oh, Leute, 3 Kilometer geht das nur hoch her. Ich fahre nur noch Tempo 7 gesagt. Noch 7%. Geht noch höher. Oh mein Gott, ey. Wo wollen die mich denn hinführen hier, ey? Die Strecke schon ein bisschen langweilig, Leute, ey. Wahnsinn. So sieht die Straße jetzt hier schon die ganze Zeit aus, Leute. Oh, war interessant, aber auch nicht auf Dauer. Also wenn ich jetzt hier Pause machen würde. Ah doch, ganz weit sehe ich jetzt ein Haus, aber das steht bestimmt auch nicht an der Straße. Hoch und runter geht das hier die ganze Zeit, ey. Boah. Jetzt weiß ich, was der Auge meinte mit den Wellenfahren. Ne, ist echt nicht so schön. Jetzt guckt euch diese Kacke hier an, Leute. Und kein Mensch hier in Sicht, ey, kein Mensch. Nur ab und zu ein paar Autos, so wie dieses. Ansonsten nichts, kein Haus, kein Mensch, kein Tankstelle, kein gar nichts. Oh, das wird noch schlimmer Richtung Norden. Ja, für mich geht's auf jeden Fall rechts rum, Ronnebys, 5 Kilometer. Ja, das ist wieder eine deftige Stadtstraße. Ich darf hier aber fahren. Das ist natürlich busy und laut und schnell. Ja, da vom Kreisverkehr kam jetzt gerade her. Ich sag ja busy. So, hier ist mein Meckles. Kleine Schleichwerbung. Hier mache ich jetzt mein Voice-Kind und hier lade ich nochmal mein Handy auf mit meinen Powerbank, nämlich bei 100%. Ronneby! Ja, Mike, Jochen, Ronneby, die Grüße gehen an dich. War eine schöne Zeit hier. Lass dich noch. Na schön. Ja, statt Einfahrt. Ja? Ronneby. Wannabe. Schön. Ja, hübscher Marktplatz. So, diese schöne Kirche da oben, Mann. Wunderbar, ne? Mein Gott. Fußgängerzone. Ich fahre wieder hier runter. Machen wir mal einen Rundblick, auch wenn die Autos an mir vorbeifahren, weil ich wie die Pest hasse. Den habe ich schon von ganz weit gesehen, diesen Wasserturm. Was ist das? Herrlich. Das ist bestimmt Ronneby Bahnhof. Da ist auch vorbei. Und da kommen 20.000 Leute entgegen. Das wird eng. Das wird eng. Ja, schicker Bahnhof, aber ich muss da hoch. Scheiße. Ja, ist alles noch Ronneby und da ganz hinten irgendwo der Strand. Da hatten wir Mike und ich damals
ein schönes kleines Hütchen für, ich glaube, eine Woche, weiß gar nicht mehr. Und direkt am Strand, mit Scheren, mit Bötchen und so weiter. Es war wunderschön. Ja, und die Erinnerung daran verbessert jetzt nicht meine grauenhaft emotionale Stimme. Warum bin ich so emotional? Oh, und da bin ich gekommen, Leute. Und 1 Kilometer früher habe ich Schluss gemacht als üblich, weil da hinten, seht ihr schon, kommt wieder mal nichts. Und deshalb habe ich jetzt hier an dieser Bushaltestelle 4 Gründe, liebe Leute, warum ich heute so geknickt bin. Das erste ist diese grauenhaft ungeklärte Situation zu Hause. Richtig schön. Das zweite ist diese Erinnerung an den Urlaub mit Mike hier in Schweden, auch wenn schon mittlerweile 24 Jahre her ist. Der vierte ist diese Kurztreffen mit dem Auge. Warum sind wir nicht noch einen Tag auf dem Campingplatz geblieben? Wenigstens ein bisschen noch Spaß haben. Ja, und das fünfte ist natürlich eine ganz grundsätzliche Müdigkeit, die ich jetzt extrem verspüre, weil gestern bin ich auch erst ich glaube 00:30 eingeschlafen und dann halb sieben schon wieder wach. Das ist die Grundbasis, dass mich die Emotionen wieder so hochtreiben. Ich darf nicht müde sein. Oh, seit der Auge nicht mehr da ist, ne, verspüre ich noch mehr Langeweile und Einsamkeit. Oh, kann ich mal ein Radreisender kommen auf meiner Strecke, irgendwie durch Zufall oder da, wo ich zelte, jemand treffen. Ätzend. So, das ist mein Kilometerstand. Also Kilometerstand 573 jetzt. Die Türkei-Reisen im April waren 577, fehlen noch 3. Dann wird das, glaube ich, jetzt dann mit Sicherheit die 17. längste Tour, die ich gemacht habe in meinem Leben. Weil ich müsste einen Platz gestiegen sein. Ich gucke heute Abend nochmal nach. Ich glaube 600 Kilometer. Und etwas drüber. Da werde ich dann mehrere Plätze gut machen, weil das ist die Strecke eben mal von Mörs nach Renesse gewesen. Immer so zwischen 600, 628 Kilometer oder so. So, bin wieder unterwegs. Der Ort ist Rekra. Das ist doch mal ein süßer, unaussprechlicher Ortsname, ne? Gü. Mein Gott, ey. 20 An- und Aufstieg pro 10er Etappe. Sind schon drin. So, jetzt kommt bestimmt die dürfste Strecke jetzt, die ich auf der Schwedentour haben werde, Richtung Karlskrona. Wahrscheinlich so 20, 30 Kilometer nur diese Landstraße, die ihr da hinten seht. Kommt von links von der Autobahn und geht jetzt rechts über eine Landstraße. Und das wird bestimmt laut, aber der Vorteil ist wahrscheinlich flach. Kann halt nicht alles haben, ne? Ja, meine lieben Leute, so sieht es dann hier aus, so hört es sich an, so fühlt es sich an. Ihr wisst Bescheid, ne? Karlskrona 21. So lange muss ich jetzt hier düsen. Aber Leute, gibt keinen anderen Weg, es sei denn ein Riesenumweg. Und dann über Dorf und Land. Hier in dieser Gegend bitte nicht. Der Umweg ist ein bisschen zu groß. So, Gott sei Dank habt ihr jetzt jeden Weg hier. Ich hoffe nur, denn irgendwann wieder ins Nichts führen. Ich wieder hier vor dieser Absperrung stehe, wo ich dann nicht mehr rüberkomme. Ja, Karlskrona Kommune, also wahrscheinlich Bezirk oder wie auch immer, oder Kreis. Karlskrona ist nett, aber wäre ein Umweg da reinzufahren, weil es geht in den Süden ab und dann müsste ich wieder nach Norden vordringen. Also, aber so imposant ist das jetzt auch nicht. Müsste ich dafür so 20 Kilometer Umweg. Ich
Na Gott sei Dank läuft parallel zu dieser Hauptstraße und geht dann in einer anderen Hauptstraße über, die dann nochmal parallel läuft. Ja, okay, ich mache jetzt sowieso irgendwo Pause. Ne? Ist ganz gut, dass ich hier reinfahre. Hier gibt es bestimmt irgendwo schöne Pausenstellen. Im Gerbi. Wahrscheinlich zwei Radreisende, denke ich mal. Hier ist Vater mit Sohn unterwegs. Den Sohn machen wir jetzt nicht drauf, weil den schützen wir jetzt einfach mal für YouTube und so. Aber der Vater ist schon erwachsen, der darf sprechen. Und der Vater kommt aus Hamburg, habe ich jetzt gehört. Jo, ein echter Hamburger, ne? Ja, und die sind schon ein paar Wochen unterwegs, nehme ich an, ne? Knapp zweieinhalb. Zweieinhalb? Boah, das ist eine Leistung, ey, ja. Das ist eine Leistung, ne? Und ich bin gerade mal eine Woche unterwegs, wie schwach. Naja, okay. Wer, ich? Ich sehe so frisch aus. Ja, ja, natürlich, auf dem Bild immer, ne? Okay, ja, ich wünsche einfach mal gute Reise. Leider fahren wir entgegengesetzte Richtung und so, ne? Ja. Campingplätze gibt es wohl was? Ah, doch. Oh ne, ist viel zu weit. 40 Kilometer ist zu weit. Ja? Ist zu weit, ja. 180 Kilometer durch. Jo, da waren Vater und Sohn. Sohn ist 14. Er hat mir ein bisschen durcheinander geredet. Habe ich nicht alles verstanden, was er erzählt hat. Das sind die Hamburger. Der Junge, also top. Super Leistung, was der ja alles fährt. Ne? Seit zwei Wochen sind die unterwegs und düsen hier ganz Schweden ab, auch mit Götland und so. Öland waren sie nicht. Das ist noch eine Idee von mir, da vielleicht mal irgendwie einen Tag zu fahren oder so. Schauen wir mal. So, hier ist eine Tankstelle, mein E-Bike Jörker, aber da halte ich nicht. Sondern hier vor Fahrrad abgestellt. Mal gucken, vielleicht holt mir da auch eine Kleinigkeit. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ne? Ja, Viertel nach sechs. Ich kann noch zwei Etappen fahren. Da hinten war ich vorhin bei Coop in der Tankstelle, hinter der Tankstelle. Ja, ich muss da über die Brücke und dann wieder rechts. In die richtige Richtung. So, ich bleibe jetzt sechsmal auf der Hügelkuppe stehen. Leute, das geht hier echt nur hoch und runter, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Wie gesagt, Karlskrona lasse ich aus. Wäre ein bisschen Umweg. Und wie gesagt, so ein Highlight ist Karlskrona jetzt auch nicht. So, da drüben läuft der Highway, hätte ich beinahe gesagt. Das ist die Bundesstraße. Da darf ich nicht fahren. Ich bleibe hier auf dem Weg. Der ist natürlich wackeliger, ist logisch. Ah, ich sehe schon, wie der da hochgeht. Ach du Scheiße. Ja, ja. Schon wirklich. Das wohl auch begleiten hier. Ich muss hier raus aus dem Ballungsgebiet Karlskrona. Hier finde ich nie eine Übernachtung, Leute, nie. Mal gucken. Egal.